Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Medieval Dynasty Oxbow. Wir machen genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. So, wie sieht's hier aus? Einmal, wir haben hier ein paar Apples. Fleisch roh, Kohl roh. Gebratenes Fleisch in verschiedenen Gütevarianten. Welches ist denn gar nicht mehr so gut? Das mit 75%, das behalte ich mir hier. Oder das mit 70%, das knall ich mir mal rein. Den Käse, die Zwiebeln, das könnt ihr alles mampfen hier, wenn ihr wollt. Kohl und das rohe Fleisch nehme ich mir mal noch mit. Und die ganzen Tränke nehme ich auch mal wieder mit. Und pack die bei mir rein ins Haus, weil da einfach die anderen Tränke auch schon sind. Das macht irgendwie mehr Sinn, als das so verteilt zu haben tatsächlich. Einmal das gönne ich mir. Jo. Hier dann einmal Truhe öffnen, nochmal die ganzen Tränke hier unterbringen. Gewichtstrank. Und hier an der Küche die Holzschalen einpacken und da nochmal ein paar Suppen herstellen, soweit wir kommen. Passt das. Sehr gut. Die restlichen Holzschalen hier zurück. An der Scheune mal vorbeigucken. Was habe ich denn hier? Bräuchte ich mehr Weizen? Bräuchte ich mehr Roggen? Okay, ich kann also gar keine Körner draußen machen. Da bräuchte ich überall das Schema da noch dafür, genauso wie hier. Tierfutter. Dünger, Dünger aus Verdorbenen und Dünger aus Dung, Mohnsamen. Na gut. Funktioniert noch nicht ganz so wie gedacht, aber alles zu seiner Zeit. Haferkörner. Wobei, die kann ich pflanzen, den Weizen kann ich so nicht pflanzen, ohne zu dreschen, und den Roggen kann ich so nicht pflanzen. Aber die Haferkörner könnte ich mal pflanzen, wenn es denn, wo haben wir sie denn? Wenn es das Richtige ist, zum Sehen bei Feldern auf dem Frühling. So, Jack, warte mal, ich habe doch hier noch 12.000 Säckchen. Habe ich eins ausgerüstet? Nein. Kann ich jetzt noch tun. Einmal eins ausrüsten und die anderen hier unterbringen. Jetzt 2, 3 bestätigen. Fertig. Wir haben sehr viel Holzschalen. Ich glaube, so viel brauche ich tatsächlich gar nicht. Aber was anderes kann der gerade auch gar nicht produzieren hier. Den Rest müsste ich mir wirklich kaufen. Ja gut, ne? Ansonsten verkaufen wir die irgendwann mal. Irgendwann verkaufen wir die mal. Gutfried. Inventar. Habe ich hier noch Steine, die ich mir mitnehmen könnte? Ich schnapp mir mal so ein paar Holzstämme, die waren zu viele. 60 Stück kann er doch niemals tragen, aber vielleicht 20. Bestätigen, ja, das kriegt er gerade so hin. Aber dann wird es mit den Steinen hier nichts mehr. So kann er sich jedenfalls noch bewegen. Damit könnte ich zumindest einen Teil
des Grundsteines oder des Grundstocks hier an dem neuen Domizil quasi versuchen herzustellen. Und ja, ne, und dann würde ich versuchen, das so von dem einen zu dem anderen ja umzubauen. Also, ne, ich glaube, ich würde angelehnt an so die schöneren Ortschaften schon auch versuchen, jetzt so ein bisschen optisch was noch herauszuholen. Und eher Gebäude, die ich noch nicht habe, wie beispielsweise so eine Grabungshütte, dann schon so platzieren, dass man sagt, man hat da die Verbindung von Wohnhaus und Arbeitsstätte so nahe beieinander. Genau, so. Und das hatte ich bei jemand anderem mal gesehen, fand ich persönlich schick. Der hat eine Küche gebaut eben und hat sich an die Küche herangebaut. Ja, noch einen Bereich mit, wie soll man sagen, einen Bereich mit Bänken und dergleichen, sodass man da so eine Mini-Taverne draus gebastelt hat. Und das fand ich schon nicht schlecht. Okay, also dann hier hätten wir einmal das, was wir neu bauen wollen. Wir brauchen dann Bauhammer und bräuchten dann Gebäude, Häuser, einfache Häuser. Wenn wir sagen, wir hätten gerne hier so ein paar einfache Häuslis, zu Beginn. Es ist nur die Frage, wo. Hier haben wir so einen kleinen Tümpel, der eigentlich ganz schön noch wäre, wenn wir den mit reinbauen. Und dann kommt dahinter allerdings ja auch schon direkt der eigentliche Weg. Also es ist so, wenn ich hier Gebäude hätte, brauche ich die so groß, ist so das nächste. Sie sehen halt nur hübscher aus, definitiv. Aber kriegt man da so viele Häuser überhaupt hin, wie ich denken würde, dass ich die gerne hier hätte? Oder ist es einfach gar nicht möglich, so viele Häuser hier zu haben? Also angenommen, wir hätten beispielsweise hier mal eins. Gebäude, einfaches Haus, bisschen Platz dazwischen. Ja, wie macht man es so? So hier mal noch ein zweites, einfaches Haus. Dann müsste logischerweise habe ich hier irgendwo oder da irgendwo ein drittes stehen können und das wird wahrscheinlich, na doch, es geht. Dann könnte man den ganzen nämlich so ein bisschen Wohnfläche noch zugestehen und hätte hier so ein Mini-Wohndistrikt mit ja schon so ein bisschen größeren Häusern und ja, können wir ja noch kleineres eventuell danach hinbauen. Aber warte mal, so, wir basteln jetzt mal hier. Und da, so, angenommen, wir haben dann von hier so aus einen Zaun, der uns einmal hier das miteinander verbindet. So einmal. Und von hier nach da drüben einmal. Also mit der Idee, hier gibt es so einen Innenhof mal, den sich die drei Leute mal teilen werden sozusagen. Oder die drei Wohngebäude mal teilen werden. In dem dann so ein bisschen was wäre. Und dann hätte man ja irgendwo da vorne quasi den Zugang zur Straße. Irgendwo ist denn der Weg hier? Gibt's den? Der ist da vorne irgendwo. Also würde ich hier eher hier an dem Baum vorbeibauen. Hier so rüber bauen und dann quasi zwischen den Bäumen vielleicht hier den Eingang setzen in dieses kleine Wohnviertel. Einmal von hier
noch zu dem Baum rüber. Zack. Und dann könnte man hier, wie gesagt, den Weg zum Weg noch machen. Und so weiter und so fort. Sind die jetzt schon eingepflanzt? Ja, sie sind eingepflanzt, aber noch nicht wirklich spruchreif. Ne? Wenn wir das hier bauen, brauchen wir ziemlich viele Steine. Aber das kriegen wir noch hin. Fundamente bauen können wir. Dafür müssten die Steine ausreichend sein, die wir hier gesammelt haben. Ja, wir verbauen hier zumindest erstmal die Sachen. Die ich mitgenommen habe. Damit hier so ein bisschen schon mal was geht. Zumindest die... Ja, ich weiß nicht. Kostet mich das jetzt schon Steuer? Gebäude 17 von 70, 184. Kostet mich das schon Steuern, wenn ich hier den Rohbau hinbaue? Oder nur das Fundament 184. Verwaltung 184. Okay, nee, das bleibt erstmal so, dann ist das gut. Hier wird es ein paar mehr Steine brauchen, weil es schräg steht. Aber auch die haben wir noch dabei. Genau, so, und dann sollte hier nämlich oder würde sich anbieten, Gebäudegewinnung. Hier zum Beispiel in der Mitte von diesen Bäumen, da so ein, ja, können wir hier den Brunnen reinsetzen beispielsweise. Dann könnte man da noch ein paar, ja, wie soll man sagen, ein paar Bänke, wenn ich sie denn dann irgendwann hätte, hier ringsrum verteilen. Und dann schaut das Ganze doch schon ein bisschen schicker aus. Ne? Können wir hier ein paar Bänke machen. Könnten eventuell auch noch mit anderen Zäunen arbeiten, um das Ganze noch ein bisschen von, ja, abzuheben und aufzuhübschen. Aber eins nach dem anderen. Jetzt laufen wir erstmal zurück ins andere Zuhause, holen noch ein paar Ressourcen mit rüber. Gucken, wie habe ich denn jetzt aktuell dabei und was wiegt da gerade so viel? Gucken, wo ich Material und Gewicht gerade sparen könnte. Naja, aber muss jetzt auch nicht direkt meine ganzen Sachen neu bauen, sondern erstmal so das grobe Design dazu entwerfen. Würde ja auch ausreichen. Na, und dann hier ist ja immer noch Sachen auch nicht fertig, wo ich dachte, das wird mal noch. Aber ich glaube, das wird es dann doch nicht erleben, sondern ich werde vorher meine Geschichte nochmal umbauen. Und schlaf einmal dann bis zur nächsten Jahreszeit und würde dann noch mal kurz auf Toilette gehen, bevor ich das nächste Jahreszeitchen weiterspiele. Gut, weiter geht's hier. The season of preparation. Ja, ein bisschen schade um die Obstbäume, die ich hier gepflanzt hätte, aber gut. Die Baumsetzlinge hatte ich ja auch nur gefunden. Das ist nicht ganz so tragisch. So, wie viel könnte ich denn hier an Gewicht noch einsparen, wenn ich Sachen hier lasse? Naja, Kohl und das Fleisch kann ich auf jeden Fall da lassen. Die werden sonst auch nicht besser, wenn ich die durch die Gegend trage. Lebensmittel, Kohl und Fleisch. Oh, die kann ich auch nicht mehr essen. Die sind nicht mehr gut. Die kann ich verrotten lassen, aber das war's dann auch. Das war's dann auch. Die würde ich gerne mal verkaufen. Die wiegen aber gar nicht so viel. Ich glaube, am meisten Gewicht habe ich hier bei den ganzen Werkzeugen und anderem. Mit den drei Hämmern und so weiter. Ich sollte mal die ausrüsten, die weniger viel Haltbarkeit haben. Erstmal hier.
Dotrain, vielen Dank, schönen guten Nachmittag. 12 Monate, 7. in Folge. Vielen Dank dir. Auf dir geht's soweit gut. Das haben wir soweit. Kann ich hier noch irgendwas wirklich Sinnvolles gerade ablegen? Eigentlich nicht so richtig, ne? Ja, ich bräuchte hier die mehr Kilos tragen können. Das wäre super. Aber da müsste ich in der Gewinnung noch ein paar Punkte machen. Na gut. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Dann nehme ich mir nur so viel Baumstämme noch mit, wie gerade geht. Weiß nicht, ob er 30 Stück nochmal schafft. Könnte gehen. Könnte besser gehen. Schauen wir, was das Jahr 24 bringt. Ja, das ist wohl immer öfter mal so, ne? Drück dir auf jeden Fall die Daumen und hoffe, dass es besser wird. So, wie sieht's denn aus mit unserem roten Beete hier? Die müssten wir doch jetzt theoretisch ernten können. Otter, seid ihr fertig zum Ernten? Ja, ihr seid fertig zum Ernten, dann würde ich nämlich hier in der Truhe mal die Holzstämme kurz parken. Und hier einmal ernten gehen. Solange wir hier noch ernten können. Und sammeln uns da nämlich so ein bisschen Landwirtschaftspunkte wieder dafür. Das Ding ist, ich werde halt nicht mehr genug Dünger haben, um mehr oder weniger, ja, wie soll man sagen, nicht genug Dünger haben, um alle Felder abzuernten. Das ist so prinzipiell erstmal nicht so cool, aber ich glaube, ich könnte mir neuen Dünger kaufen gehen und gleichzeitig den, oder Dung kaufen würde auch möglich sein und gleichzeitig die Quest hier beenden mit so und so viel rote Beete abliefern. Ich glaube 70 waren es, oder? Wo haben wir es denn? Verwaltung, Tagebuch, mittelalterliches Marketing, 70 mal rote Beete, genau, die haben wir jetzt gesammelt. Die könnten wir abliefern gehen und wir haben auch neuen Kohl für potenziell neue Kohlsuppe. Allerdings müsste ich da erst wieder ein rohes Fleisch noch haben. Und da müsste ich, glaube ich, ein bisschen jagen gehen. Oh je, das klingt tatsächlich sehr kompliziert hier, wenn man da kurz vorher gesagt bekommt, dass man in Zukunft doch bitte anders arbeiten möchte als bisher. Das klingt nicht so cool tatsächlich. Ich park hier mal kurz auch noch die Steine mit rein, in der Hoffnung, dass ich dann den restlichen rote Beete mit pflücken können sollte. Naja, das wirkt auf jeden Fall erstmal nicht so cool, ja. Gut, vielleicht ergibt sich dann, dass es am Ende des Tages irgendwie gar nicht so blöd ist, wie man denkt und es wird irgendwie besser, aber im ersten Moment klingt es erstmal sehr wild, ja. Das würde ich dir unterschreiben. Wow. Ja, es ist so. Mal eben schnell gesagt, ne? Wir machen das jetzt mal. Dafür kriegt ihr mehr Geld, stellt euch nicht so an, nach dem Motto, ist natürlich irgendwie, ja, okay, aber gleichzeitig halt auch, nee, ne? Danke, Leute. Why? So, meine Erträge hier mal kurz in die Lebensmittelversorgungsregion zurücktragen. Und dann mal gucken, einmal hier so Soße. Ich hätte hier 135 Kohl und holy shit, 300 noch was rote Beete. Das ist tatsächlich sehr viel. Aber ich krieg halt kaum neues Fleisch hier. Wieso? Eigentlich nicht. Habe ich hier die Produktion so ein bisschen wild eingestellt. Wir machen mal 100% Fleisch aktuell. Hm.
Dass wir da ein bisschen mehr rauskriegen. Nee, von 1650 zu 1500 ist tatsächlich jetzt nicht der gravierendste Unterschied, da gebe ich dir recht. Also schon mehr, aber so am Ende des Tages, ne, ist es vielleicht, naja, alles so eine Sache für sich. So, kriege ich hier nochmal so die rote Beete raus, dass es für einen weiteren Welt reichen sollte. Ja, auf jeden Fall haben wir hier 170 rausbekommen. Das reicht definitiv. Dann haben wir hier Dünger, habe ich keine mehr. Das ist diese Problematik, dass wir nicht genug Dünger haben. Ich muss Dünger kaufen gehen, das hilft nichts. Ja, normal mit dem Jahreswechsel, ja. Auch noch die ein oder andere, ja, wie soll man sagen. Wie du schon sagst, die eine oder andere Sache halt auch teurer werden soll mit beispielsweise Tanken und dergleichen. Und dann heißt es ja, guck mal, wo er bleibt, ne, so. Das ist nicht so cool. Wollte doch nur so ein bisschen mehr hier, 1, 2, 4, 5, bestätigen und diese 70 Stück hier abgeben gehen. Definitiv, 150 Euro netto ist ein Haufen Geld. Da stimme ich dir zu. Okay, also. Dünger muss ich kaufen, sonst gibt es hier gleich nicht mehr was zu tun. Können wir den Stein mitnehmen und die Holzstämme noch mitnehmen? Hab aber selber hier gerade keine Hacke hier, glaube ich. The Boy. Oh. Das war zu viel des Guten, dann muss ich die Kupferhacke einfach mal Kupferhacke sein lassen. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Ne, Kupferbolzen, Kupferhacke, so. Ich befürchte, das ist immer noch ein Tick zu viel, als dass ich tragen könnte. Ja, natürlich ist es das. Dann lasse ich die roten Beetesamen hier für 1, noch was Kilo. Die Kohlsamen lasse ich hier. Die Haferkörner lasse ich hier. Aber das reicht immer noch nicht, um sich wieder bewegen zu können. Schade. 7 Kilo Steine noch hier lassen. Dann könnte es gehen. Ja, Kumpel, dann kann ich hier gerade nicht wirklich beim Aussehen mithelfen. Du wirst es gut machen. Ich verbastel meine Sachen, die ich hier habe, am neu geplanten Wohnort und werde dann neuen Dünger besorgen gehen und die Quest hier abschließen. Oh Mann, Weihnachtsgeschenk gab es dann, ein Schreiben für die tolle Zusammenarbeit und 20 Euro Gutschein für einen teuren Laden. Kannst du dir dann wahrscheinlich ein Teil mit Glück irgendwie kaufen und dann ist es aufgebraucht oder so. Oder noch 20 Euro drauf zahlen, dass du überhaupt was kriegst. Naja, das ist so ein Fall von irgendwie... Ja, klingt nach außen erstmal super und ist in der Realität halt absolut für die Katz dann. So, da kriegen wir den Rohbau doch hier hin zementiert. Jawohl, und dann können wir das gleich mal bearbeiten. Oh, wir wollen das Ganze dann Steinwand. Steinwand Dingensens, Steinwand Tür. Normale Wand Stein. Hier einmal normale Wand Stein, normale Wand Stein. Ja, hier kann man schön rausschauen. Wand mit Fenster. Stein, normale Wand Stein.
Wand mit Fensterstein. Normale Wand, Stein, normale Wand, Stein. Und hier auch Flechtwerk. Nein, wir hätten gern Stein. Und hier auch Stein. Und aus dem Dach machen wir ein Dach mit Holzschindeln. Na. Komme ich hin, komme ich nicht hin. Hölzerner Dachboden, wir bauen ihn einfach kurz. Dann haben wir ein paar Bretter weniger und kommen dann da sicherlich auch eher ran zum Umbauen. Dach mit Schindeln, Dach mit Schindeln. Steine. Dach mit Holzschindeln. Dach mit Holzschindeln. Holzschindeln. Steinwand, Steinwand, Steinwand. Perfekt. Soweit, so gut. Wie schaut's hier aus? Was braucht der? Der braucht auch vier Holzstämme als Grundmaterial. Mehr machen wir erstmal nicht. Nur erstmal andeuten im ersten Schritt. Und eventuell können wir den Rohbau hier noch fertig machen. Jawohl. Dafür reicht's auch noch aus. Und dann haben wir schon einiges an Gewicht wieder gespart. So, dann hier gleich mal vom Rieddach zum Dach mit Schindeln. Rieddach zum Dach mit Schindeln. Schindeln. Und hier auch nochmal Steinwand oben, Steinwand oben. Wand mit Fenster aus Steinwand. Aus Stein, normale Wandstein, normale Wandstein, normale Wandstein, aus mit Fensterstein, normale Wand, Stein, 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 Flechtwand, normale Wand und normale Wand aus Schitterhainen. Dann hätten wir das auch vorkonfiguriert. Last but not least nochmal dieses hier: Fensterstein. Türstein, Wandstein, 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 Fensterstein, Wandstein, Fensterstein, Wandstein, Wandstein, hier oben Flechtwandgiebelstein, Flechtwandgiebelstein und Schindeldach, Schindeldach. Hier nochmal da und da. So, dann wird noch ein bisschen dauern, aber so ist prinzipiell erstmal der Plan dazu. Genau, und dann könnte man hier bei der Landwirtschaft Felder denen hier noch so ein paar kleine Felder quasi hinbasteln. Sollte das funktionieren? Feld. Nochmal bauen. Landwirtschaft. Feldparzellen. Können wir die hier eigentlich nebendran auch aufbauen? Oder geht es so nah dran gar nicht mehr? Ne, bräuchten tatsächlich so ein bisschen Abstand. Ja gut, aber es soll ja eigentlich auch nur so für den eigenen Anbau sowas im Kleinen hier sein. Ich glaube, das würde ich schon so machen. Einmal hier noch den Zaun nach dahin bauen.
Dann hat er hier noch so eine Ecke quasi, in der der mal was bauen kann. Und dann hätten wir hier Dekorationen, habe ich glaube ich gar nicht so viel Sachen. Gar nicht so viele Sachen eigentlich, die ich hier zum Dekorieren hätte. Naja, man merkt, man braucht hier jede Menge Schemata, die ich dummerweise alle noch nicht habe. Aber er ist so ein bisschen freispielen muss, es hilft leider nichts. Standfackel für 400, das ist teuer, aber die hätte ich gerne. Kaufe ich schon mal Arbeitsstationen, Wäschereistationen. Hier kann ich mir noch gar nichts von kaufen, außer den Waschzuber. Der Rest ist alles noch gesperrt. Die Heuhaufen habe ich gekauft, da brauche ich halt, hier hätten wir Futterungsstation. Nee. Das könnten wir mal kaufen. Brennholzstapel, Brennholzstapel in verschiedenen Richtungen. Gerbstation, Zielscheibe, nochmal ein paar Gerbsachen. Ja, so Wäscheleinen fände ich halt ziemlich cool, aber das braucht noch ein bisschen. Naja, gut, also. Will jetzt hier auch noch nicht zu viel ausgeben. Das war's auch schon mit dieser Folge Medieval Dynasty Oxbow. Lasst mir doch eine Bewertung des Videos da und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, Servus.